Sachen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und viele Leute da draußen, dich wahrscheinlich eingeschlossen, mich auch eingeschlossen, benutzen sehr gerne Bandsättigung, also Tape Saturation, um ihre Signale ein kleines bisschen aufzuwerten. Sei es, um das Signal ein bisschen mehr mit Charakter zu versehen, um das Signal vielleicht ein bisschen schmutziger zu gestalten oder aber auch dafür zu sorgen, dass sich das Signal insgesamt auf kleinen Speakern besser durchsetzt. Denn gerade die Übersteuerung und die Bandsättigung, die von so einer Bandsättigungs-Plugin kommt oder früher, die halt bei der Aufnahme auf Band erzeugt wurden, die sorgen dafür, dass sich so ein Signal auch auf kleinen Speakern besser durchsetzen kann oder einfach insgesamt homogener klingt. Ne? Diese Obertöne sorgen dafür. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht jede DAW eine Bandsättigung eingebaut hat. Speziell Logic, was ich hier gerade aufhabe, hat auch kein dediziertes, also ausgewiesenes Plugin dafür an Bord. Aber es gibt eine versteckte Funktion in Logic, mit der man dann doch eine Bandsättigung herbeiführen kann. Und ich möchte dir heute zwei Anwendungsszenarien zeigen, wie du das benutzen kannst, um zum Beispiel einen Beat aufzuwerten. Und wir hören mal kurz rein in den Beat, den ich hier aufgemacht habe. Stumpfer Four-on-the-Floor-Beat und den möchte ich jetzt aufwerten mit der Bandsättigung. Schauen wir mal als erstes an, wo die Bandsättigung überhaupt versteckt ist. Und wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, dann kannst du vielleicht sogar schon darauf kommen. Wir gehen hier mal auf die Delay-Fraktion und hier unten ist das Tape-Delay. Und das Tape-Delay ist ja die Nachbildung eines Bandechos. Und natürlich hat es zum einen einen Echo-Anteil, einen Delay-Anteil, aber natürlich auch die Simulation einer Bandmaschine, weil sonst würde es ja nicht so klingen wie ein Tape-Delay. Aktivieren wir das Ganze mal und holen uns das Plugin mal hier auf die Seite. Da siehst du schon, dass wir hier auf der linken Seite das Delay haben. Das müssen wir erstmal deaktivieren. Ist ja Logo, ne? Wir brauchen ja kein Delay. Also machen wir hier Tempo Sync aus auf der linken Seite und können jetzt hier die Delay-Zeit auf 0 drehen. Das heißt, es gibt keine Wiederholung. Damit ist das Delay quasi deaktiviert. Müssen wir noch auf der rechten Seite hier das Feedback runterdrehen. Dann haben wir das auch auf 0 und sorgen dafür, dass wir hier im unteren Bereich im Mischer da das nasse Signal, also das bearbeitete Signal auf 100% stellen und das Dry, das trockene Signal auf 0%. Jetzt hören wir ausschließlich die Bandsättigung, die aus dem Plugin rauskommt und das ist hier diese Abteilung, der Charakter. Und der Charakter ist im Prinzip das, was simuliert, wie eine Bandmaschine sich verhält. Eine Bandmaschine fügt ja Obertöne hinzu, komprimiert das Signal aber auch ein kleines bisschen und sorgt insgesamt dafür, dass es ein bisschen komprimierter und wie gesagt übersteuerter klingt, aber auch ein bisschen durchsetzungsfähiger und damit auch mit, sagt es ja schon dieser Parameter hier, Charakter, mit mehr Charakter ausgespielt wird. Hier gibt es diverse Einstellungsmöglichkeiten, die man nutzen kann. Zum einen die Clip Threshold. Der Clip Threshold stellt im Prinzip fest, ab welchem Zeitpunkt verzerrt wird und vor allem wie stark. Das ist eigentlich der Hauptparameter, den man hier braucht, um wirklich ordentlich Charakter reinzudrehen. Spread erschließt sich mir nicht so richtig. Das verschiebt so ein bisschen die Phasen untereinander, sorgt aber eher dafür, dass das Signal ein bisschen undurchsichtiger wird. Mag ich jetzt nicht ganz so gerne. Dann haben wir hier unten bei Tape Head Mode haben wir noch zwei Varianten, wie der Aufnahmekopf von der Bandmaschine klingen kann. Diffuse hat einen eigenständigen, komischen Charakter, der mir persönlich auch nicht so besonders gut gefällt. Deswegen bleibe ich lieber bei Clean. Und dann kann man hier unten drunter sogar noch das Frequenzspektrum so ein bisschen einschränken von dieser Tape Saturation und dafür sorgen, dass vielleicht dieses eingeschränkte Frequenzspektrum, was so eine Bandmaschine normalerweise hat, dass das auch noch angewendet wird. Das lassen wir aber alles erstmal unangetastet und schauen mal, wie das Ganze überhaupt klingt. Wir spielen mal den Beat ab. Und ich drehe jetzt einfach mal den Threshold runter und wir hören uns mal an, wie das klingt, wenn wir die Tape Saturation draufgeben. Nur ein bisschen komprimierter, ein bisschen schmutziger. Ich mach's mal aus. Klarer. Ah. Ist schon ordentlich Saturation dazugekommen und Kompression. Ne? Das ist also eine Möglichkeit, wie du zum Beispiel deinen Bass oder auch deinen Beat richtig schön schmutzig gestalten kannst und dafür sorgen kannst, dass er einen eigenen Charakter kriegt. Jetzt habe ich dir ja gerade gesagt, dass es zwei Anwendungsszenarien gibt. Dieses ist die eine, wo du es einfach 100% auf dem Signal anwendest. Die zweite Variante ist eigentlich für mich persönlich noch ein kleines bisschen interessanter, denn es ist die Parallelanwendung. Das heißt, wir machen eine Parallelbearbeitung und das Ganze in diesem Plugin drin. Zu diesem Zweck drehen wir mal kurz ein bisschen den Charakter hier so rein, wie wir ihn parallel dazu mischen würden. Ich zeige dir mal, wie ich das mache. Ich würde jetzt hier zum Beispiel beim Beat den Threshold noch weiter runterdrehen, damit es noch stärker verzerrt wird und noch mehr Obertöne bekommt. Dann würde ich das Frequenzspektrum hier ein kleines bisschen beschränken, nämlich den Tiefbassbereich rausnehmen, so bei 200, machen wir 260 und dann hier so bis, sagen wir mal, 6 kHz ungefähr um den Dreh. Klingt jetzt nicht wirklich mehr wie dieser Beat. Ne? Schon relativ zerstört mit Obertönen, Kompression und so weiter. Aber jetzt kommt die Parallelbearbeitung. Wir drehen das nasse Signal mal raus. Das
unbearbeitete voll auf und können jetzt parallel mit dem Wet-Regler hier, können wir jetzt einfach das Signal dazufahren und können dafür sorgen, dass der ganze Beat insgesamt durchsetzungsfähiger wird auf kleinen Boxen. Hören wir mal rein. So ist zu viel. Ja, sagen wir mal 50%. Natürlich auch ein bisschen lauter geworden, ne? Aber jetzt klingt es ohne. Oh, nice, aber es ist ein bisschen lauter geworden, aber hat auch deutlich mehr Schmackes, ne? Und so kannst du mit diesen verschiedenen Anwendungsszenarien dafür sorgen, dass deine Signale, zum Beispiel dein Beat oder auch dein Bass oder auch deine Gitarren, mit Tape Saturation versorgt werden und dafür noch ein kleines bisschen mehr Schmackes in deinen Sound reinkommt. Ich hoffe, der Tipp hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, zeig es mir mal einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!